Oh! Also, an alle Leute, die... Ja, okay, es passiert. Oha! Das Auto beginnt zu rollen! Ups, das, ich will hier raus. Ich will hier raus. Hallo, ich will... Hey! Was soll das? Stopp! Okay. Also, es war... Handbremse, Kupplung, Gang, Handbremse. So hatte ich das jetzt gemacht. Ich habe natürlich jetzt offscreen gerade probiert und... bin... Okay. Ja, also ich habe gerade ungefähr 5 Minuten lang einfach alles eingegeben, was mir in den Weg kam. Dann habe ich... Also ich habe die Handbremse gemacht, dann habe ich auf die Kupplung gedrückt, dann habe ich aufs Gas gedrückt... erst habe ich gedacht Gas und dann habe ich auf den Gang und... das Problem ist halt, wenn man wirklich noch selbst kein Auto hat und keinen Führerschein, dann ist das, glaube ich, wäre das, glaube ich, einfacher gewesen. Dann wüsste man, wie rum genau das geht. Na egal. Gucken wir mal weiter. Brückengeländer. So, jetzt können wir endlich dieses Seil hier mit dem Brückengeländer verbinden. Flap. Und wir gehen mal nach hinten wieder. Flups. So, wunderschön. Also das, ja gut. Das ist gut, dass ich das nicht gezeigt habe. Das war katastrophal, was ich da gemacht habe. So. Über dem Fluss. Ach so. Ach so, also okay, gut. Aha, verstehe. Huch. Tor. Ansehen. Ich guck mal erstmal das Tor an. Geht nicht, das Schloss ist zugerostet. Ah, okay. Mal sehen, wie gut dieses Zeug wirklich ist. Benutzen. Nicht schlecht, ne? Wir reden noch mit dem Tor. Ach, das geht nicht mehr, okay. Poki, ja, hallo. Ja, für diesen Screen wurde eine Aktion geschrieben und aufgenommen. Für eine Item-Kombination, die niemals passieren kann. Und zwar benutze Abschleppseil mit Fluss. Das kann ja gar nicht passieren, weil man das Abschleppseil bereits an die Brücke gehängt haben muss, um sich rüber zu schwingen. Deswegen vollkommen sinnlos. Ich war offensichtlich sehr müde, als ich diesen Raum gescriptet habe. Aber besser zu viel als zu wenig, nicht wahr? Sehr interessant ist, dass die Reaktion ist, wir haben jetzt keine Zeit zum Angeln. Wir sind ja nicht in Azeroth, was nochmal einen daran erinnert, dass tatsächlich Edna bricht aus, nicht so alt ist wie World of Warcraft. Und bei der Gelegenheit erinnere ich mich gerne daran, dass mich Edna bricht aus tatsächlich von World of Warcraft gerettet hat, weil als ich Edna bricht aus machte, hatte ich keine Zeit mehr dafür und habe es danach nie mehr angefangen, weil natürlich alle Leute an mir vorbeigelevelt haben. Aber ich drohte süchtig zu werden. Edna bricht aus hat mich quasi zweimal gerettet. Einmal von meinem Studium und einmal vor World of Warcraft. Oh. Danke. Gut, okay, dann gehen wir jetzt mal zum Friedhof. Wir kommen jetzt ganz gut voran eigentlich. Abgesehen wurde ich einen kleinen Fauxpas mit dem Lastwagen gerade. Nee, gehe. Okay. Oh, die Stelle kenne ich. Grab. Jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen... Nochmal ganz kurz der Poki. So, wir befinden uns jetzt endlich auf dem kleinen Gelände der Kirche, also hinten auf dem Friedhof. Die Kirche hat ja bekanntermaßen einen Wiederauftritt in Harveys neue Augen. Das heißt, wir nähern uns diesem Bereich von Edna bricht aus von der anderen Seite. Und hier gibt es halt eine ganz exklusive Überschneidung. Und zwar haben wir als kleinen Easter Egg diesen Screen eingebaut. Lilly betritt vom Kirchhof aus... kommen, kann sie diesen Screen betreten, guckt sich einmal kurz um und geht raus. Besonders imposant ist da natürlich der Vergleich der Auflösung. Wir haben den Screen in Originalauflösung drin, also mit 800x600, und es ist nur so ein kleines Rechteck auf dem Bildschirm, das ja HD-Größe besitzt. Kein Wunder, dass sich Lilly da nicht lange aufhalten will. Wir jetzt auch nicht. Schnell runter hier, sonst finden wir noch Mattis Grab. Ja, Harveys neue Augen haben wir ja schon gespielt, in der Lilly da drin war. Und die Grafikunterschiede waren ja doch schon ansehenswert. Ne? Genau wie dieses Hier liegt Grab. Henry Miller. Er wurde in jedem Jahr Trinkmeister. Außer im letzten dann.
Hier ruht Mathis Konrad? Das hier ist das Grab meines Vaters, Harvey. Also stimmt es. Er ist wirklich tot. Was mache ich nur, Harvey? Wo soll ich bloß hin? Beruhige dich, Edna. Lass uns einfach an unserem Plan festhalten. Wir schlagen uns nach Hause durch und dann suchen wir belastendes Material gegen Dr. Marcel. Man wird sich dann schon um uns kümmern. Das ist böse. Das wäre nicht taktvoll. Nee, stimmt, hast du recht. Und wer bist du? Hier ruht Mathis Konrad? Das hier ist das Grab. Also, was mit Bus? Beruhige. Das Grab. Lass uns. Was? Das Grab meines Vaters. Lass uns lieber schnell weiter. Benutze. Das Grab meines Vaters. Lass uns lieber schnell weiter. Okay, gut. Ui, das war's, aber. Sieglinde. Eiskunstlauf bis in den späten Frühling. Ganz schön laut, die ganze Musik hier, das ist. Schön. Jetzt wird's wieder ruhig. Kirche, Tür, Kirchtor, Grab zum Friedhof. Pookie. In Harveys neue Augen habe ich mich entschieden, diese Location, auch wenn es wirklich genau exakt dieselbe Location ist, aus einer anderen Perspektive zu zeichnen. Ja, hat da hauptsächlich Gründe von der Bildaufteilung her, aber es ist irgendwie ganz schön. Ich mag es, wenn man halt denselben Ort nochmal aus einem anderen Blickwinkel sieht. Das gibt dem diesen Orten halt irgendwie mehr Realität. Im letzten Screen habe ich es nicht erzählt. Die Grabinschriften, eine sehr alte Kunst im Adventure-Genre, lustige Grabinschriften zu verfassen, kommen von René Anhaus. Die hat er damals geschrieben. Ja, hier vorne in diesem Grab ruht offenbar Hans-Peter, Staubsaugervertreter. Es ist gemein, dass es lustig ist, aber es ist lustig. Okay, dann schauen wir uns gleich mal an. Klaus Peter, Staubsaugervertreter. Geil, hier wohnt Hans Peter, Klaus Peter. Okay, gut, Bogi. Na gut, dass du deine eigenen Gräber so schön kennst. Okay, Kirchtor. Hier mal zum Kirchtor hinter. Hinter dem Tor führt eine Straße zu unserem alten Haus. Ansehen. Hinter dem Tor. Okay, gut, gehen wir. Nehmen. Hm. Es ist angekettet. Reden? Warum lässt du mich nicht durch? Was kann ich dafür, dass ich festgekettet bin? Hast du wohl immer recht. Schlüssel? Leider nein. Na, wir finden schon was. Draufhauen? Ich bekomme das Schloss nicht auf. Edna wird anscheinend ein bisschen schlecht drauf, verständlich. Das ist Unsinn. Wir gucken uns mal die Kirche erstmal, bevor wir weitermachen. Diese Kirche hat etwas Unheimliches an sich. Man hat schon recht, Pookie hat dafür gesorgt, dass wirklich... Sehe ich so stark aus? Ich fühle mich nicht so. Oh, die arme Edna. Ich will nicht. Benutzen. Wie sollte ich eine Kirche benutzen? Ach, beten. Nee. Na, dann gehen wir mal da rein. Ui! Das sieht aber ganz schön gruselig aus. Hier mit dem Kreuz und so. Altar. Sieht irgendwie aus wie so ein Opferaltar so ein bisschen. Hat Opfer gesagt. Poki, hallo. Ja, spätestens in diesem Raum habe ich dann meine Bedenken gegenüber Pietätslosigkeit dann vollständig abgelegt. Aber wenn der Spieler halt unbedingt, dass ich nicht was, eine Zickzackschere mit einem Altar benutzen will, dann soll er halt, weiß ich nicht, eine entsprechende Antwort bekommen, schätze ich mal. Wobei ein paar Sachen halt echt grenzwertig waren. Irgendwie, Jesus braucht keine Therapie, er braucht einen Ernährungsberater. Eins davon. Aber irgendwo in diesem Raum versteckt sich auch, und das hat mich jetzt tatsächlich überrascht, eine Anspielung auf unser aktuelles DSA-Adventure. Schon zu dieser Zeit. Ha. Huh. Ich hätte es nicht gedacht. DSA. DSA-Adventure?
müsste ich die Spiele mal durchgehen, damit ich wüsste, was DSA ist. DSA. War das überhaupt das Auge, das? Ich weiß nicht, okay. Okay, gucken wir uns erstmal um und gehen zum Kreuz. Das Firmenlogo. Das Firmen... Ach so, natürlich, okay. Jeder nur ein Kreuz. Boah. Jesus, bist du da? Er befindet sich nicht am Arbeitsplatz. Macht wohl gerade Pause. Okay, benutze. Ach nee, für eure Sünden könnt ihr selbst sterben. Boah. Alter, okay, alles klar. Jetzt raff ich, was Boogie meint. Das ist sowas wie eine CB-Funkanlage für Theologen. Den habe ich nicht gerafft. Den nehme ich mit, wenn ich mit meinem Möbeltransporter in der Gegend bin. Boah, hallo? Gott? Bist du zu Hause? Er hält wohl gerade ein Nickerchen. Gott schläft nie. Nutzen. Ich finde den Powerknopf nicht. Was, den Powerknopf? Hä? Okay, jetzt benutzen wir mal hier so ein paar Dinge. Gute Idee. So sollte ich endlich Zugang zur Religion bekommen. Irrtum. Ich finde die Mucke ja gerade doch ein bisschen geil. Das Christentum zu entrosten wäre eine Lebensaufgabe. Geil. Also, das geil. Ist ein Altar und kein Mitbringbuffet. Okay. Zickzackschere? Nein, ich respektiere fremde Kulturen und ihre rituellen Kultstätten. Fand ich jetzt nicht so böse, aber okay. Das ist ein Altar und... Hört mal schon mal. Und Harvey? Harvey? Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, dass Elvis noch lebt. Zählt das? Jein. Nein, ich respektiere... Okay, gut. Wollen wir Jesus einen Bart malen? Später. Später hat er selbst einen, Edna, das ist ja... Scherze über Christentum sind auf jeden Fall ein heißes Eisen. Und solchen Eisen habe ich noch eine Menge im Feuer. Amen. So, okay. Gute Idee. So soll... Okay, das kennen wir, okay, ja. Ich probiere nochmal alles oben mit dem Kreuz. Um Jesus Achselhöhlen zu entrosten, bräuchte ich eine Drahtbürste. Boah, der war böse. Ich habe Jesus ans Kreuz gefußnagelt. Alter, Poki, kannst du da nicht bringen, ey. Quatsch. Nein, ich respektiere fremde Kulturen und ihre rituellen Kultstätten. Ja, aber ja, schon klar. Das ist. Ja, das ist absurd. Er sieht hungrig aus. Wo siehst du da jemanden? Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, das zählt das. Das kennen wir ja schon. Poloschläger? Nein. Da kommt wieder das in den Kultstück, okay. Wollen wir Jesus einen Bart später? Okay, und das letzte. So. Harvey ist hart. Jesus naht. Harvey is odd. Jesus not. Harvey is God. God is not. Harvey is God? Ich lach mich tot. Okay, gut, der war nicht schlecht. Okay, Ein Vorläufer des Fernsehers. Nicht so unbedingt. Nehmen? Das geht leider nicht. Ich habe meinen Kanzelbeutel in der Anstalt vergessen. Reden? Ich bin nicht so der pastorale Typ. Und benutzen. Ich bin nicht so der... Achso, das ist halt okay. Schlüssel? Gute Idee. Ja, es ist wirklich sehr vielseitige Kombinationsmöglichkeiten hier. Nanu, das wirkt ja gar nicht. Das ist ja auch Holz. Ach, hier steht's ja. Hilft nicht gegen Kanzelrost. Ach so, alles klar. Die Kanzel ist aus Andergaster Steineichenholz. Da bräuchte ich schon einen +3 Zweihänder. Ah, das war wahrscheinlich die Anspielung jetzt auf das Spiel. DSA. Sturmauge war das irgendwas, sowas? Wie geht? Da steht schon ein Topf. Auch Pastoren haben Bedürfnisse. Alles klar, okay, gut, dann lassen wir das. Habe ich mit Kanzel. Ui, eine Kanzel. Darf ich freie Liebe predigen?
Nicht jetzt. Warum nicht? Wäre doch schön. Die Kanzel ist aus Andergaster Steineichenholz. Da bräuchte ich schon einen Presslufthammer.